Die Bundesregierung plant bundesweite Ausgangsbeschränkungen ab einer Inzidenz von 100. Ich fasse noch einmal in diesem Video zusammen, was konkret geplant ist und warum ich solche Ausgangsbeschränkungen für nahezu unmöglich rechtlich wirksam durchsetzbar halte, warum ich also auch diese Pläne für, ich sage es mal so drastisch, Unsinn und vor allen Dingen auch für den komplett falschen Weg und auch das komplett falsche Signal an die Bevölkerung halte. Ich bin grundsätzlich nicht gegen Corona-Maßnahmen, ich bin aber zunehmend und mit, auch gebe ich zu, mit einer stärkeren Aggressivität als früher gegen unsinnige Corona-Maßnahmen, denn sie sind kontraproduktiv. Sie lenken uns zum einen auf die von den wahren Infektionsherden und Gefahren ab und sie vermitteln uns das Gefühl einer trügerischen Sicherheit und sie bringen in der Sache gar nichts. Und zu diesen Mitteln zählen für mich die Ausgangssperren, klassischerweise. Man kann darüber diskutieren, ob Ausgangssperren in Städten, in Spots, Betretungsverbote und so weiter. Über sowas kann man diskutieren, das ist aber nicht das Thema. Das Thema ist hier eine allgemeine, automatische, bundesweite Ausgangssperre ab einer Inzidenz von 100, also 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen. Das würde momentan die Hälfte aller Landkreise und damit ja Pi mal Daumen auch die Hälfte der Bevölkerung betreffen. Ich nehme erstmal ein kleines Beispiel, an dem ich das kurz erklären will. Wir haben also Ausgangssperren und wir haben Kontaktverbote. Ich gehe abends, mache abends meinen Spaziergang, bevor du jetzt sagst, der Brederik macht abends seinen Spaziergang, deswegen ist der gegen die Ausgangssperre. Ich mache den vor 21 Uhr und ich habe da auch nichts anderes vor. Mich betrifft die Ausgangssperre also nicht. Aber wir gehen jetzt mal als Beispiel davon aus, ich würde ihn um 21 Uhr machen. Wenn ich um 21 Uhr meinen Spaziergang durchs Dorf mache, dann begegne ich maximal 3 Leuten. Schon früher begegne ich nur 3 Leuten, also 21 Uhr sind es eher weniger. Da es noch hell ist, aber nicht ausgeschlossen, dass das im Sommer auch ein paar mehr sind. Ja, manchmal begegne ich aber auch nur einem. Also sagen wir mal, werde im Schnitt 3 Leuten begegnen. Die Leute laufen im Abstand an mir vorbei, die Infektionsgefahr ist gleich 0. Jetzt könntest du sagen als Gesetzgeber, ich brauche aber die Ausgangssperre, weil du, Brederik, könntest ja zu irgendjemand dorthin gehen, in einen anderen Haushalt. Dann sage ich dir, das könnte ich machen, wenn ich nicht gegen die Kontaktverbote verstoße. Da wir aber Kontaktverbote haben, dürfte ich ja als eine Person in einen anderen Haushalt. Wenn du, lieber Gesetzgeber, das nicht willst, dann musst du das mir verbieten, dass ich in den Haushalt gehe. Das ist das geringere Mittel. Solche Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Das bedeutet, wenn es aus deiner Ansicht nach doof ist, dass ich in einen anderen Haushalt gehen könnte, verbiete mir das. Mach halt eine entsprechende Kontaktbeschränkung nach 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Aber lass mich meinen Spaziergang machen. Dieser Eingriff, den der Gesetzgeber plant, ist der maximal mögliche Eingriff. Schlimmer ist noch, wenn man mich mit Gewalt testen oder impfen wollte, weil das noch so Körperverletzung dazu ist. Aber die massive Beschränkung der Freiheitsgrundrechte ist eben extrem. Jetzt kannst du sagen, naja, aber es gibt ja Ausnahmen, du darfst ja zur Arbeit gehen und von der Arbeit kommen. Danke, das ist das Minimum. Ja, sonst haben wir noch ein Grundrecht betroffen, Artikel 12 Grundgesetz, ja, wenn das nicht wäre. Du darfst ja im medizinischen Notfall dich ins Krankenhaus fahren oder selber fahren, ist selbstverständlich. Und du darfst mit deinem Haustier raus, ja, soll das in die Wohnung pissen, klar, das muss auch sein. Ja, also das hilft aber nicht. Denn auch wenn ich das alles nicht möchte, ich möchte ganz normal meinen Abendspaziergang machen, der erstens gesundheitlich empfohlen wird und gerade in Corona-Zeiten fürs Immunsystem, Vitamin D und so weiter extrem wichtig ist. Ich möchte den machen und das würde mit dieser Einschränkung nicht gehen. Zusammengefasst aus meiner Sicht wäre die Ausgangsbeschränkung der absolut falsche Weg. Erstens, sie wäre rechtlich fragwürdig, würde zu einer Vielzahl von Entscheidungen führen, die das aufheben. Zweitens, sie wäre weder verhältnismäßig im engeren Sinne, denn es gibt deutlich mildere und sinnvollere Mittel. Sie wäre aus meiner Sicht aber nicht einmal erforderlich, weil du durch die pauschale Ausgangssperre überhaupt nicht belegen kannst, dass hierdurch irgendeine Infektion nicht stattfindet. Damit wären die Maßnahmen rechtswidrig. Ich halte es, und deswegen weise ich immer wieder darauf hin, für extrem ungünstig, wenn in dieser ernsten Lage, in der wir im Moment zweifelsohne sind, unsinnige Maßnahmen,
die Akzeptanz der Corona-Politik insgesamt in der Bevölkerung weiter herabsetzen und auch die Gerichte dazu bringen, solche Maßnahmen aufzuheben. Denn das sind dann kontraproduktive Signale. Und das ist das Letzte, was wir momentan brauchen.